Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Vorlesung über die Architektur der Hochrenaissance. Die Architektur, kann man sagen, entsteht auch wieder in einer Auseinandersetzung mit dem antiken römischen Erbe. Zum Beispiel Donato Bramantes Tempietto in San Pietro in Montorio 1502 greift einen griechisch-römischen Rundtempel, einen sogenannten Tholos, auf mit einem Triglyphenfries, setzt aber obendrauf eine Kuppel mit Tambour und Laterne, die ganz und gar unantik ist und eher aus der Architektur der Renaissance stammt. Die wichtigste Bauaufgabe der Hochrenaissance ist wahrscheinlich der Neubau von St. Peter, der 1505 und 1506 von Papst Julius II. In Auftrag gegeben wird. Ähnlich wie bei Stuttgart 21 oder bei Großflughafen Berlin ist die Geschichte des Neubaus von St. Peter eine Geschichte des Desasters und der Fehlschläge, und sie dauert insgesamt über 120 Jahre, bis dieser Dom vollendet ist. Sechs namhafte Architekten sterben während dieser Zeit und mindestens 9 Päpste waren während der langen Bauzeit in die Planung, Finanzierung und Logistik dieses gewaltigen Kirchenbaus verwickelt. Es gab ebenso wie in Stuttgart 21 massive Kritiker am Neubau bzw. am Abriss von Alt-St. Peter, und sie sprachen auch von einem Zeichen, wenn nicht sogar von einer gerechten Strafe Gottes für diesen Frevel des Abrisses. Was passiert? Zunächst beauftragt Papst Julius II. Den aus Mailand stammenden Architekten Donato Bramante mit dem Neubau des Chors. Bramante hatte in seiner Zeit in Mailand zahlreiche Entwürfe für einen Zentralbau entwickelt, auch in Auseinandersetzung mit seinem Freund Leonardo da Vinci, von dem es ebenfalls viele Skizzen gibt für Grundrisse von Kirchen, die auf einen Zentralbau fußen. Er beginnt mit den Vierungspfeilern. 1507 wird jedoch der Plan nochmal geändert. Der sogenannte Ausführungsplan kommt zur Geltung, der dann für die späteren Architekten Vorbild wird oder auf den sie aufbauen. Jedenfalls stirbt 1513 Papst Julius II. Und im Jahr darauf, 1514, stirbt Bramante. Die Bauarbeiten ruhen. Bis dahin sind eigentlich nur die 4 Kuppelpfeiler aufgeführt und die Schildbogen und die Ostapsis bis zum Gesims. Als Bramante stirbt, bestimmt er Raphael als seinen Nachfolger. Aber unter Raphael gibt es nur sehr wenig Baufortschritt. Bis 1527 wird lediglich das erste Geschoss des südlichen Querarms des Chors bis zum ersten Geschoss errichtet. Nach Raphaels Tod 1520 kommt Antonio Sangallo, der bisherige Bauleiter, als Architekt von St. Peter ins Amt. Er entwickelt ein neues Holzmodell, das heute noch erhalten ist, und führt den östlichen Kreuzarm bis an die Kirche Alt St. Peter heran. Beide Kirchen werden als Kompositkörper miteinander verbunden, der bis 1605 so bestehen bleibt. Als San Gallo 1546 stirbt, wird der alte Michelangelo beauftragt, die Bauleitung zu übernehmen. Er ist bereits 71 Jahre alt und die Arbeiten kommen wieder in Gang. Es gab dennoch starke Intrigen gegen Michelangelo durch die Leute aus der San Gallo-Gruppe, die in der päpstlichen Baukommission saßen. Beim Tod von Michelangelo 1564 ist der Chor bis zur Attika aufgeführt
Und auch die Kuppel ist bis einschließlich zum Tambour fertiggestellt. Was fehlt, ist die Schließung der Kuppel. Dazu gibt es allerdings ein Holzmodell von Michelangelo, das dann von seinem Nachfolger Jacopo Barozzi da Vignola ausgeführt wird. Aber Vignola macht die Kuppel etwas steiler als im Entwurf von Michelangelo. Bei Michelangelo ist die Kuppel wirklich ein Halbkreis, während sie bei Vignola leicht eine Steilkuppel ist. Das hat nicht nur statische Gründe, sondern offensichtlich auch ästhetische, da die Kuppel dadurch nicht so flach und gedrückt wird wie bei einem Kreis, sondern erhabener und für die Fernsicht, die in Rom ja ganz wichtig ist, eine wichtige Rolle spielt. Nach Schließung der Kuppel 1593 wurde auch das Schutzhaus für das Petrusgrab, das sogenannte Tigurium, das noch von Bramante erbaut worden war, wieder abgerissen. Aber man hatte immer noch nicht die Eingangssituation der Kirche gebaut. Dazu wird 1603 ein Wettbewerb ausgeschrieben, den der Architekt Carlo Maderno gewinnt. Er gestaltet eine dreischiffige Vorkirche mit Vorhalle und stuft die Breite der Kirche zurück, um den Blick auf den fantastischen und wuchtigen Chor Michelangelos mit seiner Kuppel freizuhalten. Dennoch pfuscht Papst Paul V. ihm dazwischen, indem er 1612 verlangt, dass an den Seiten der vorderen Fassade zwei Glockentürme errichtet werden, die natürlich den Chor von Michelangelo verdecken und ihn verstellen. Das ist die Situation, die wir heute finden. Die Ostfassade ist von Carlo Maderno. Sie ist 1614 vollendet und 1615 wurde die Trennmauer zwischen Alt- und Neu-St. Peter endlich eingerissen und die Kirche war fertig.